Ja, Dimitri Nazarov, ich erinnere mich gut, vor circa einem Jahr gab es eine Heimpleite, ich glaube es war gegen Paderborn mit ähnlichem oder genauem Ergebnis, war das letzte Spiel von Spilewski als Trainer, heute eine Packung gegen Wien Wiesbaden 1-5. Dimitri Nazarov, eine üble, bittere Demütigung, lassen Sie uns mal in Ihr Herz aktuell schauen. Wie geht's Ihnen? Mir geht's genauso wie Ihnen. Wenn man sieht, erwachsene Männer am Zaun, die den Tränen nahe sind, das sagt, glaube ich, alles. Die Region lebt den Fußball hier. Alle freuen sich, alle zwei Wochen ins Stadion zu kommen. Wir haben leider vor zwei Wochen oder vor einer Woche gegen Osnabrück hier leider keinen Sieg gelandet. Wollten hier unbedingt gewinnen, uns den Fans einen Sieg schenken. Und sind ins Spiel gestartet, schon katastrophal. Und es hat sich durchgezogen. Heute hat kein einziger Normalform gehabt. Und dann verlierst du mit 5-1. Und wir müssen das analysieren. Es hilft alles nichts. Und gegen Saarbrücken besser machen. Ja, in der Tat, heute ist Sonntag, ein Sonntagsschuss. Nach 6-7 Minuten war es, der Philipp Klevin da ins Leere hechten ließ. Ja, Dimitri, welche Qualität hat denn die Mannschaft aus Ihrer Sicht, wenn man auch heute vielleicht das Beispiel zu Hilfe zieht, dass Wien Wiesbaden in der ersten halben Stunde schon 4 gelbe Karten eingesammelt hatte, aber ihre Truppe noch gar nicht richtig in die Zweikämpfe gefahren ist? Das war auch ein Zeichen, ganz klar. Wiesbaden war eklig, war sofort da, wollten keine Millimeter nachlassen und haben ab und zu ein bisschen über die Stränge geschlagen, haben ein paar Gelbe geholt, aber so spielt man das. Und das haben wir leider versäumt und kriegen natürlich nach dem Sonntagsschuss so einen Ball rein, was natürlich immer passieren kann, aber da dürfen wir den Kopf nicht unten haben und es geht weiter. Wir hatten noch genug Zeit auf der Uhr und laufen besonders in der zweiten Halbzeit in extreme Konter rein, was so in der Art niemals passieren darf. Und das ist schwer zu beschreiben momentan oder die Gefühlslage ist momentan wirklich extrem schwer, aber das ist leider Fußball. Es gibt extrem schlechte Tage, es gibt aber auch wieder gute Tage und wir müssen das schleunigst analysieren, knallhart und dann am Samstag gegen Saarbrücken besser machen. Ja, 4 Spiele sind durch. Lassen Sie uns noch kurz bei den Fakten bleiben, Dimitri. 4 Spiele sind durch. 3 Tore hat Ihre Mannschaft erzielt. Das hat zu 2 Punkten gelangt. Sie haben es angesprochen, es geht nach Saarbrücken und danach kommt im Sachsen-Derby Dynamo Dresden. Was macht denn Mut oder was stimmt denn optimistisch aktuell? Ja, ich glaube, man hat jetzt gesehen, das war immer eine Steigerung, besonders in Mannheim. Die erste Halbzeit, die war sehr gut in Mannheim, wo für mich einer der besten Mannschaften in der Liga ist. Und die haben mal klar dominiert, leider das Tor nicht gemacht und kriegen am Ende so einen Standard rein, was halt typisch ist. Und haben uns extrem heute viel vorgenommen zum Abschluss der englischen Woche und starten halt, wie gesagt, sehr, sehr schlecht in die Partie. Und es zieht sich die ganze Spielzeit so entlang. Haben uns in der Halbzeit noch extrem viel vorgenommen. 2-0, es geht alles, besonders hier in Aue kann man das Ding immer noch drehen und kriegen, glaube ich, nach 3-4 Minuten schon das 3-0. Und das darf so nicht passieren. Jeder lange Ball war gefährlich, war ein extremer Konter. Und das darf in der Art nie wieder mehr passieren. Letzte Frage, Dimitri. Sie standen als Kapitän natürlich eben vor 5 bis 10 Minuten da mit Ihrer Mannschaft und dem Trainerstaff im Kreis waren. Sie hatten es vorhin angesprochen, in der Kurve. Wie war denn die aktuelle Stimmungslage? Sprachlosigkeit oder wie muss ich mir das als Reporter vorstellen, was da gerade jetzt innerhalb der Truppe abgeht? Ja, die Jungs, die neu sind, die erleben das natürlich zum ersten Mal und ist natürlich nicht schön, aber absolut berechtigt, dass wir die Kritik einstecken müssen. Und wie gesagt, wir müssen das im nächsten Spiel besser machen. Wir müssen diese extrem Fehler abstellen und mutiger spielen und aber absolut berechtigt die Fans. Wie gesagt, wir können uns nur bei jedem einzelnen Fan entschuldigen für diesen Auftritt. Das ist nicht Aue und hoffen das, dass wir das gegen Saarbrücken besser machen und dann haben wir hier ein Derby vor der Brust und dass wir die Fans so schnell nicht mehr zurückkriegen, das werde ich dem einen oder anderen auch sagen. Das ist nicht so einfach. Wir müssen uns das wieder erarbeiten. Und, aber wie gesagt, wir müssen jetzt den Kopf oben behalten. Wir sind am Anfang der Saison und positiv in die Zukunft schauen. Vielen Dank, Dimitri Nazarov. Für Sie und Ihre Mannschaft und Ihre Familie alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön.